So, hallo und herzlich willkommen zu einem... Ja, ich weiß noch nicht ganz genau, wo ich das dazu machen werde. Auf jeden Fall zu einem neuen Video. Und zwar erstmal... Sorry für die... Habe ich das gerade schon gesagt? What the fuck, man? Also sorry für die Lags, ich render gerade was im Hintergrund. Ich will nur kurz die Karten austauschen, weil es wurde gerade ein Drop-Event natürlich gestartet, war ja natürlich klar. Und jetzt gucken wir mal. Also jetzt habe ich gerade 270.868. Jetzt entfernen wir... Achso, muss man Doppelklick machen. Naja, jetzt entfernen wir die... Ups. Die HP-Rate. Moment mal, was? Oh. Achso, nee, was? LOL, what the fuck, Alter. Weil ich gerade mein ganzes Geld auf Dela getauscht habe. Ich dachte mir schon, hä, warum hat das jetzt nicht funktioniert? LMAO, Alter. Gehe ich mal 30 Mio. Ja, fragt nicht, warum ich mir gerade einmal mein Geld rübertauschen musste. Ich bin... Ja, die ganzen Sachen haben mich doch etwas knapp bei... zur Kasse. Ja, ich habe zurzeit nicht mehr so viel Geld. Muss erst wieder Sachen verkaufen. Genau. Also merken wir uns einfach mal roundabout 270.000 oder 270.868. Ja, ist ja scheißegal. Auf jeden Fall sowas. Es wird nicht immens mehr werden, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, weil wie sich die STA und HP-Rate verrechnen, das ist immer so eine Sache, ja. Manchmal denkt man sich so, da kann er gar nicht viel bei rauskommen. Und manchmal denkt man sich es genau andersrum, da müsste jetzt eigentlich so viel kommen und dann passiert irgendwie gar nichts. Ich sag 278.000. Verdammt, 283.000. Okay, nice. 13.000 wieder. Das heißt, ihr habt schon zuvor alle ab, bevor wir alle Upgrades gemacht haben, 260.000 auf 283.000 ungebufft, kein einziges Power-Up, nichts. Das ist schon mal sehr nice, mit Level 144. Also mein Ziel war mindestens 152 eigentlich dann mit dem relativ schnell noch anzustreben. Aber jo, dann sehen wir uns gleich bei irgendwas wieder. Jo, und herzlich willkommen zurück zu... Beziehungsweise ihr habt gerade schon ein Intro wahrscheinlich bekommen mit den Volcano 10% Karten zu einer neuen Folge Flive. Und... Oh lol, ich nehme sogar aus Spielestellers Sicht auf. Lol, das war nicht mehr mit Absicht. Das war einfach nur, weil ich auf ihm gerade war, weil ich noch gefoodet habe wahrscheinlich. Genau. Was machen wir? Ich denke mal, das ist offensichtlich. ich melde mich mal wieder zurück aus dem Mars Dungeon beim Yggdrasil Farmen. Das ist vom Laptop. Das war ja leider nicht brauchbar, die Aufnahme. Aber da war das sehen auch. Das war ja die... Das war, glaube ich, die... das war die allererste, die wir getestet haben. Die allererste Dryad. Und dementsprechend ja, hat sich seitdem noch ein bisschen was verändert. Das ist besser geworden. Ich habe jetzt die Volcano 10% Karten, ja, wie ihr gerade gesehen habt. Und ich habe jetzt auch noch Casino Gloves am Start. Und zwar ist euch vielleicht gerade aufgefallen. Oder? Ja doch, ihr müsst es gesehen haben. Und zwar hat Azurite 3 von 4 jetzt plötzlich Effekte. Also ich kann mich ja auch irren, aber ich war mir eigentlich 1000% sicher, dass Azurite nur 4 von 4 Effekte gibt. Und jetzt gibt es plötzlich 3 von 4 auch Effekte. Das wusste ich aber tatsächlich nicht. Angeblich hat man es schon bei mir im Upgrade-Video gesehen, aber da ist es mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Es wurde mir dann gesagt. Und... Ah, jetzt sind meine Power-Ups überall ausgelaufen. Also nicht überall, aber bei Azumiao. Genau. Dass man es da auch schon gesehen hat. Und jetzt ist halt so, dass sich die Casino-Gloves halt extremst gelohnt haben. Weil ich dachte halt, okay, wenn ich jetzt Azurite nicht mehr komplett habe, dann verliere ich halt 15 Statuswerte. Und gut, Casino-Gloves wären trotzdem besser gewesen, weil sie geben mir 9 STA, also verlierst nur 6 STA und kriegst zusätzlich noch 5% AP. Ja, aber ursprünglich dachte ich halt, ich verliere sowieso 15 STA und deswegen hätte ich Casino-Gloves gar nicht mehr so als erstes Ding, was eigentlich logisch wäre als Tank, auf dem Schirm. Und jetzt ist es halt so, dass man den Effekt tatsächlich nicht verliert. Ich muss mal gucken. 2 von 4 hat es tatsächlich jetzt alle Statuswerte plus 15. Wow. Das ist insane, weil das heißt tatsächlich, das habe ich noch gar nicht ausprobiert tatsächlich. Das habe ich jetzt einfach nur aus Neugier halber gemacht, welcher Effekt dann bei 2 von 4 noch bleibt. Weil jetzt bin ich gerade am Suchen, ob ich eine Joker's Heart Suit M finde. Oder Joker's Herz einfach auf Deutsch. Weil dann kriege ich, also ich verliere jetzt natürlich die ganze Death, die ich mir jetzt schön durchs Upgraden gemacht habe. Aber gut, ich meine, das darum ging es mir jetzt eigentlich nicht unbedingt. Das habe ich aber gesagt, das ist nice, aber wirklich einen Unterschied macht es eigentlich eh nicht.
Von der HP habe ich deutlich mehr, wenn ich da mehr habe. Und genau, wenn ich die jetzt noch kriegen sollte, also glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil die ist ziemlich selten und die wenigen Leute, die eine haben, die wollen, glaube ich, Unmengen an Geld dafür haben, was es ehrlich gesagt dann auch wieder nicht wert wird, weil die Suit bringt halt legit. Man sieht es ja, 3 STA, gut, okay, 7 STA, aber die interessieren ja bei so einer Suit in der Regel eigentlich nicht, auch wenn man will das ganze Set tragen, aber ich kenne nicht meinen Set-Effekt, wenn ich ehrlich sein soll. Aber ja, 3 STA und 3 HP-Rate, also es ist halt wirklich extrem wenig eigentlich. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt so viel wert sein sollte und deswegen zahle ich dafür auch nicht viel, weil selten okay ist das eine, aber Verhältnismäßigkeit ist das andere und ja, nur weil was selten ist, zahle ich dafür keine Unmengen, wenn es einfach ein scheiß Item ist. An für sich, also ich meine, klar, mir bringt es was, aber halt nicht genug, dass ich dafür halt irgendwie mehr, also ich würde dafür niemals so viel Geld ausgeben, wie manche verlangen, beziehungsweise verlangen werden. Aber ist auch egal, weil das mit dem Azurite eventuell eher ein Bug ist. Also ich muss da mal gucken, ob sich das dann überhaupt lohnen würde. Generell, weil, also wenn es jetzt kein Bug ist, dann lohnt es sich auf jeden Fall, weil ich jetzt da die 15 Statuswerte behalte. Aber wenn ich dann die 15 Statuswerte verliere, dann muss ich mal gucken, wie sehr sich das überhaupt auswirkt mit den Casino-Gloves. Und dann kann ich erst abschätzen, okay, lohnt sich diese 3% HP-Rate, egal zu welchem Preis. Oder scheiße ich dann einfach drauf, weil es geht ja im Endeffekt nur um die End-HP, die ich dann habe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ohne die Joker-Suit, das ich mein, klar, ist schwierig auszurechnen, 3% HP und 3 STA, also es ist halt wirklich extrem wenig. Wenn ich dann ohne die irgendwie schon auf, keine Ahnung, also nur mit den Casino-Gloves stand, statt den 15 Statuswerten, schon auf vielleicht 330.000, 340.000 kommen, dann sage ich, ja gut, dann scheiß drauf, dann mache ich einfach ein Gingerbread jedes Mal an und fertig ist die Geschichte und das reicht. Also wenn halt Spielstyle dann noch entsprechend mehr Level hat natürlich. Und fertig ist es. Ja, also dann suche ich nicht noch nach einer extrem teuren Joker-Suit, die mir dann vielleicht, keine Ahnung, nochmal 5.000 HP mehr bringt, die ich gut nicht bräuchte, aber halt nicht unbedingt brauche. Oder halt auch noch anderweitig bekommen kann. Aber das sind eigentlich alles Entscheidungen. Eigentlich alles Entscheidungen, die man erst treffen kann, wenn man halt den Knight endlich mal gelevelt hat. Und ja, dann mal gucken. Also, das müsste man irgendwie mal nachfragen. Also, ihr müsst jetzt mir tatsächlich schreiben. Also, ich bin mir 1000%ig sicher, dass Yggdrasil vorher 3 von 4 keinen Effekt hatte. Ich glaube, das haben auch einige bemängelt. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ich war mir schon öfter mal 1000%ig sicher. Sagen wir, ich bin mir zu 50% sicher. Nein, aber ohne Scheiß, ich war mir eigentlich echt. Ich dachte wirklich, dass es keinen Effekt hat, 3 von 4, aber jetzt hat es einen. Also, weiß nicht, vielleicht habe ich das. Aber es kann auch sein, dass ich das Set von Anfang an, also dass ich das Set hatte, das erste Mal getragen hatte. Oh, by the way, sollte ich mich mal ein bisschen rebuffen. Dass ich das Set hatte. Und seitdem habe ich es eigentlich nie wieder wirklich ausgezogen. Klar, beim Upgrading, logisch. Aber da habe ich ja jetzt nicht drauf geachtet, ja, verliere ich jetzt einen Set-Effekt, verliere ich jetzt keinen Set-Effekt oder irgendwie sowas. Da habe ich ja wirklich, da war ich ja voll mit dem Upgraden beschäftigt. Da achtet man ja auf sowas nicht wirklich. Ist mir beim Knight auch nicht aufgefallen. Und dementsprechend, ja, keine Ahnung. Also vielleicht ist das auch schon ewig so, keine Ahnung. Das ist eine gute Frage. Genau. Ja, so viel dazu. Aber wie gesagt, die HP vom Knight passen auf jeden Fall. Also ich habe jetzt viel zu viel, 406.000. Selbst mit 144 bräuchte ich das wahrscheinlich nicht. Also ich habe jetzt schon ein Power-Up weniger. An die FEC-Card kann ich mir jetzt mittlerweile schon sparen. Durch eben die Casino-Gloves. Und die 10% Volcano-Karten. Also dadurch kann ich mir jetzt die ein teures Power-Up schon sparen. Also bisher ist eh noch alles sehen gebunden. Also ich habe noch 26 Grid-Es, 23 FEC-Karten. 8 Pride of Victory, also ich habe noch genug Power-Ups eigentlich. Aber die können wir verbrauchen, aber unbedingt alle verbrauchen will ich dann auch nicht, weil wenn man in Reserve irgendwas hat, ist es auch nicht schlecht. Und das langfristige Ziel ist ja, wie gesagt, dass wir es dann komplett ohne Power-Ups machen, beziehungsweise nur für billige Power-Ups. Medizin of Strong STA. Gingerbread, die Fußbälle, die sind eigentlich auch komplett unnötig. Da habe ich mir einfach welche rübergetauscht. Das ist eigentlich komplett sinnlos, weil die machen halt legit nicht genug Unterschied. Die machen halt legit nur 5k Unterschied oder so. Das ist halt auch wieder so ein Ding, das kann man sich eigentlich schenken. Aber jetzt gerade, wo der Knight noch so ein niedriges Level hat, da, wie gesagt, da gehe ich lieber auf Nummer sicher.
Dann eine Sache, die noch krass war, vor 2 Tagen, glaube ich, oder nein, war es gestern? Nein, nein, scheiße, stimmt, das war gestern, glaube ich. Da hatte legit mein Knight einfach so ein Exeklos. Von all meinen Chars, also ich stehe ja sogar mit meinem Level 80er Traumlook-Downer, wenn ihr das seht, einfach nur für den Damage-Boost mit mehr Leuten, die hier stehen. Also wir stehen hier mit 7 Leuten, genau. Also nur einer ist nicht da quasi. Ja, ist einfach ein extra Damage-Boost, auf den sollte man eigentlich nicht verzichten, meiner Meinung nach, wenn man eh so lange auf so einen Giant draufknöppelt oder auf einen Boss. Als sind Asumios Self-Buffs ausgelaufen. Aber auf jeden Fall von all meinen Chars, die hier standen, von allen, also gut, von mir sind nur 4, aber trotzdem, hat er ausgerechnet der wichtigste Char, der einzige, der auf keinen Fall disconnecten darf, weil sonst alles in sich zusammenfällt, hat natürlich der den Exe-Close. Ich war nicht mal aktiv auf seiner Exe. Das war, also ich habe gerade erzählt und im Hintergrund, ich habe es jetzt gar nicht gecheckt, weil ja überall Mars Dungeon auf dem Bildschirm ist. Und wenn eine Exe im Hintergrund ist, siehst du nur noch die Hälfte vom Bildschirm. Oder die Hälfte von der Exe halt. Und da habe ich es erst gar nicht gecheckt. Hä? Und dann dachte ich mir so, Moment mal. Also er stand noch in-game ewig lang, noch fast 10 Sekunden oder so, aber die Exe war weg. Und ich dachte mir so, fuck. Und dann war es richtig bitter. Also es war erst richtig krass. Asumiao hatte Argo gezogen, nachdem Dela gestorben ist. Was ziemlich lucky war. Weil bis auf einen Char hier könnte sonst niemand irgendeinen Schlag überleben. Einen nicht geblockten, versteht sich natürlich. Und Asumiao, ich habe Perfect Block Instant angemacht, mein Pet eingepackt. Und tatsächlich hat sie legit jeden einzelnen Schlag dann geblockt. Was mich ziemlich überrascht hat, weil ihre Blockrate ist nicht mal halb so gut. Naja, doch, das schon. Aber im Gefühlten ist sie nicht mal halb so gut wie die vom Knight halt. Der hat jetzt gerade 73. Ah, weil ich mein Pet nicht draußen habe, ich Idiot. Ja, 76 Milliblock, also ziemlich heftig. Meiner Meinung nach, ja. Aber was ist schon meine bescheidene Meinung? Aber ja, trotzdem ziemlich heftig. Also sie hat dann mit ihren, ja, keine Ahnung, irgendwas mit 50% Blockrate, hat sie dann einfach 6-7 Schläge geblockt. Dann habe ich mit dem Knight angelockt. Und dann ist erst das passiert, was richtig bitter war. Ich habe den Knight neben den Boss gestellt, ja. Alle anderen haben Transi angemacht, also 5 Minuten Transi. Ich mache Dark Illu und was passiert? Statt dass er den Knight angreift, was ja das Logischste wäre, rennt er zurück und resettet. Zum Glück, muss man sagen, hatte er nur so, puh, ja, schwierig zu beschreiben, so viel vielleicht verloren, also vielleicht ein Achtel ungefähr. Also wir waren noch relativ am Anfang, es waren vielleicht so 3 Minuten oder so, oder ja, ungefähr sowas, wenn überhaupt. Und dann ist es zum Glück passiert, am Ende wäre es richtig ätzend geworden, also er gewesen, also stell ich das mal vor, ihr habt ihn fast tot und dann kommt ein Exekloth vom Tank und alle sterben, beziehungsweise er resettet auch, trotz Dark Illu und so. Und ja, ist zum Glück aber so nicht gewesen. Aber es war trotzdem saubitter und ich hatte auch voll den Schiss, weil alle, wenn sterben, beziehungsweise auch wenn mein Pet stirbt, ist halt einfach immer ziemlich teuer und ziemlich nervig. Aber gut, okay, mein Pet habe ich auf eigenes Risiko draußen, den Jackalope. Macht eigentlich auch nicht so viel Unterschied, aber ich meine, eigentlich ist es ja eine sichere Nummer. Ja. Das Einzige, was man hier verkacken kann, ist eigentlich Fooden. Und, na, das war's schon. Also Fooden ist eigentlich legit das Einzige, was man hier verkacken kann. Leider verkackt man das relativ schnell mal. Da braucht man sich mal nur eine Sekunde ablenken lassen. Genau dann kommt der Boss plötzlich zweimal durch, was halt eigentlich ziemlich unwahrscheinlich ist mit meiner Blockrate, aber es passiert natürlich trotzdem auch mal. Und wenn man dann halt nicht foodet, dann ist natürlich RIP. Das ist wirklich RIP. Genau. Was gibt's sonst noch so zu sagen? Ah ja, genau, zum letzten Mal. Ich habe vorhin, glaube ich, das letzte Mal angeschnitten, oder? Seit wir hier waren, genau, ist schon eine Weile her. Wird euch vielleicht auch ein Unterschied auffallen, ich farme nicht mehr mit dem Vant. Ich habe mir extra ein Vant-Equip gemacht. Ich habe mir doch damals auch das Shield gemacht. Also, was heißt gemacht? Ich hatte es schon, aber ich habe es ja dann neuer weg, glaube ich. Und ich glaube, einmal mehr gesockelt, oder? Bin mir gar nicht mehr so sicher. Und diese Cruiser-Gowns habe ich mir dann auch noch gekauft. Ich weiß es ja exakt echt nicht mehr. Das ist halt schon echt schon über ein halbes Jahr her. Jedenfalls, all diese Sachen habe ich noch, aber ich benutze sie nicht mehr, weil ich einfach ehrlich sagen muss, ich finde Doppel-HC ist deutlich effektiver. Beziehungsweise das Endergebnis ist, wenn es nicht das gleiche ist, ziemlich ähnlich. Also wenn es nicht sogar das gleiche ist, ziemlich ähnlich und so ist es einfach viel chilliger, weil mit Vant einen Boss zu machen ist, also macht es mal. Das ist die ätzendste Scheiße überhaupt.
überhaupt, wenn du mit noch anderen Chars da bist. Weil früher habe ich ja Debuff gemacht und Damage. Ja, dafür habe ich ja halt nicht erzählt, weil ich meine, ich musste ja beim Vant die ganze Zeit drücken. Also ich konnte wirklich nur einmal schnell auf dem Mentalist C drücken und sofort wieder 1-1-1-1-1-1-1 spammen. Und ja, das ist einfach nur komplett bescheuert gewesen. Also ich habe es richtig gehasst und ich halte von Vant auch nicht viel. Also ich meine, es ist eine coole Option, die es für alle Klassen gibt, wenn es halt anders nicht geht, sage ich mal. Aber ich bin eigentlich wirklich kein Fan davon. Also ich mag es einfach nicht. Ich habe es damals auch wirklich nicht gemocht. Ich habe es auch noch nie gelevelt. Also ich finde es einfach, ja, ich mag es einfach nicht. Ich finde es einfach scheiße. Ja. Ich dachte, das wäre eine gute Option. Das war auch nicht schlecht. Also es hat auch mehr Schaden gemacht und es ging schneller als mit dem Bow. Aber der Aufwand, der entsprechende, plus die Sachen, die ich mir dafür erstmal anschaffen bzw. machen musste, waren auch jetzt nicht gerade, ja gut, günstig, kann man jetzt nicht sagen, weil das Shield und den Vant hatte ich ja schon netterweise auch donated bekommen. Also das Shield, das bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, woher das kommt, weil ich hatte 3 Shields auf meinem Psy und 2 waren donated, eins habe ich mal gekauft, deswegen weiß ich es ehrlich gesagt nicht mehr, welches da welches war, aber sie waren alle 3 ungefähr gleich gut, lustigerweise. 2 habe ich aber mittlerweile verkauft, nur noch das eine habe ich jetzt. Oder nee, Moment, nee, mein Psy hat, glaube ich, auch noch ein Shield. Nee, 2 habe ich noch, 1 habe ich verkauft, so. Aber ja, jedenfalls war da der Kostenaufwand nicht so hoch, aber dann habe ich ja noch gesockelt, die Karte gekauft, plus noch, keine Ahnung, wie viel waren, habe ich das nicht neu erweckt mit irgendwie, ja doch, ich glaube, ich habe es neu erweckt mit einigen Cancel-Aways, das war auch nicht ganz günstig und war auch eigentlich ziemlich dumm und unnötig, vor allem eben jetzt, wo ich es eh nicht mehr benutze, aber das weiß man halt vorher nicht und jo. Das ist eben jetzt noch ein Unterschied, dass ich mit dem Bow farme. Genau. Sonst... Oh, mein Gingerbread ist abgelaufen. Sag doch was, bitte. Jetzt ist es natürlich schwierig, wenn ich kommentiere, wenn ich mich gleichzeitig noch aufs Reden konzentrieren muss, damit nicht zu viel Scheiße bei rumkommt. Und nebenbei noch HC und Fude, dann ja, kann es mal passieren, dass man was vergisst. Aber das Schöne ist beim Tank, man sieht es halt eigentlich sofort, wenn ein Power-Up ausläuft, weil jedes Power-Up eigentlich die HP beeinflusst. Das habe ich, glaube ich, vorhin schon mal gesagt. Ja, es ist halt wirklich deutlich leichter, weil beim Leveln denkst du dir manchmal so, oh, jetzt mache ich 20k weniger Schaden, was ist ausgelaufen, dann klickst du einfach mal alles angefühlt und dann, ja, ist immer ein bisschen ärgerlich, aber hier ist eigentlich immer sofort klar und gut, so viele Power-Ups sind es eh nicht mehr. Also wie gesagt, das Four könnte man streichen, die beiden Fußbälle könnte man streichen und das Endergebnis wäre im Endeffekt fast das gleiche und das finde ich ist schon ziemlich okay. Also selbst wenn man die Power-Ups immer kaufen würde, wäre es immer noch ziemlich günstig. Aber wie gesagt, mindestens 2 von diesen Power-Ups, also von den 3 guten, sag ich mal, sollen auch noch rausfliegen. Oder mindestens 1, also das Greedy. Aber da müssen wir mal gucken. Muss erst gelevelt werden. Was ich übrigens dieses Wochenende wahrscheinlich machen werde. Ich muss erst gucken, wie und ob ich Zeit habe. Und es ist halt leider kein XP-Event, aber ja, ich muss den Knight eigentlich unbedingt leveln, aber als Leech wird es nicht schnell gehen. Also ich werde maximal 2-3 Level schaffen, egal ob ich QAMs oder XAMs anmache. Mit XAMs eher so 1-2 Level, mit QAMs vielleicht 3, mit Glück 4, wenn ich wirklich 4 leveln würde. Und dementsprechend, ja, wäre das gewünschte Ziel 150 dann noch nicht mehr in der Nähe. Und eigentlich will ich ja schon so 152 eher werden, dass ich so auch in diesen Bereich komme, wo ich nicht mal mehr 20 Level unter dem Vieh bin. Weil 28 Level unter dem Boss, den du tankst, zu sein, ist, ich will jetzt nicht sagen, es ist so heftig, aber es ist schon, ja. Also jetzt nicht im guten Sinne heftig, sondern ich meine, es ist halt einfach heftig, weil das Vieh halt einfach 28 Level über dir ist. Ich meine, das ist halt schon crazy. Ja. Und wie gesagt, die Level-Ups bringen halt extrem viel HP. Also 8 Level-Ups, wie gesagt, das wären locker 10k HP bei meinem jetzigen Equip und das ist halt einfach heftig. Dann eine Sache, die ich früher nicht wusste, obwohl wir ihn ja auch schon gefarmt haben. Zwar nicht so intensiv, also jetzt farmen wir ihn auch nicht wirklich intensiv, aber was ich nie gewusst habe, ist, dass der Doppelschläge macht. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum viele, vor allem am Anfang, oder ich weiß nicht, als Tank müsste man das eigentlich sofort merken, weil ich habe es sofort gemerkt. Weil nachdem ich das erste Mal gestorben bin bei ihm im Tank, dachte ich mir, ich habe keine 380.000 Schaden gesehen. Ich verstehe jetzt eigentlich nicht so genau, warum ich jetzt gestorben bin. Außer ich habe das Fooden vergessen. Und ich dachte auch, ich habe das Fooden vergessen, weil ich dachte mir so, das kann eigentlich überhaupt nicht sein, dass er mich getötet hat. Weil es wäre schon ziemlich heftig, wenn er jetzt einfach... Also 385.000 wäre schon echt heftig. Viel Schaden. Und dann haben wir ihn nochmal gemacht und dann dachte ich mir so, hä? Hat er gerade 2-mal Schaden gemacht?
Und ja, also in seiner Rage-Phase, kurz bevor er stirbt, und na gut, so kurz bevor er stirbt, ist jetzt nicht, aber macht er tatsächlich Doppelschläge. Und das heißt, wenn du nicht aufpasst, kannst du sogar sterben, wenn du 700.000 HP hast oder halt 600.000 HP, was echt heftig ist. Also das ist wirklich crank. Das ist richtig crank. Und jo, muss man erstmal herausfinden. Aber lustigerweise, das wusste ich nie. Also es hat mir auch nie ein Tank gesagt. In unserer Gilde, das haben das auch schon mal andere gefarmt. Das hat mir, also keine Ahnung, es hat irgendwie noch nie jemand gesagt, dass der Doppelschläge macht. Keine Ahnung. Aber gut, ich habe mir jetzt auch ehrlich gesagt ewig nicht mehr und jetzt auch nie wirklich so krass intensiv über Yggdrasil unterhalten. So, jetzt muss ich mal kurz Clock of Honor wechseln. Was richtig chillig ist, ist, kurz bevor er wirklich stirbt, also halt wirklich direkt vorm Tod, hört er zum Glück auf damit. Da macht er keine Doppelschläge mehr. Das ist richtig nice. Dann kannst, hast du genug Zeit, Clock of Honor zu umzurüsten, nochmal zu schauen, oh, habe ich alle Buffs und so ein Scheiß. Und dann kannst du ihn chillig killen, weil am Ende slowt er dann wieder down. Finde ich ganz cool, weil im Endeffekt ist es halt so, wenn du die Rage-Phase überlebst, dann belohnen sie dich auch mit den Drops sozusagen. Und das finde ich ist eigentlich ganz fair, ja. Dann zu der Zeit, ihr seht ja selber, wie lange wir jetzt ungefähr gebraucht haben. Knapp 20 dauert der, oder ja, ziemlich genau 20. Und die Dryad, also gestern war Rekordzeit, da haben wir so in 11 Minuten geschafft. Da habe ich auch ein bisschen mehr Power-Ups bei Asumiya angemacht, weil ein 50% Lord-Drop-Event war. Gerade eben war auch ein 10% Lord-Drop-Event, aber naja, das war jetzt nicht so wichtig. Aber ja, das 50% Lord-Drop-Event wollte ich gestern schon heftig ausnutzen. Also ich glaube, wir haben 3 Stück gekillt und 5 Questies gedroppt. Oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ah, ja. Schon zu spät, das ist ein Yggdrasil-Leaf haben wir gedroppt. Und, naja, leider nicht sonst. Das ist bitter. Ein Edelstein und ein Yggdrasil-Leaf, das ist so ziemlich das Schlechteste, was möglich ist. Ein Edelstein. Ja, das ist wirklich nicht besonders gut. Also das Beste ist, was geht eigentlich, zumindest momentan gefühlt, es sind 2 Questies. Zwei, drei Edelsteine, zwei, drei A-Karten. Und dann eben noch sowas wie Gem of Chaos, Lightning Stone, was weiß ich noch alles für eine Scheiße. Aber im Endeffekt, ja. Yggdrasil-Leaf gehört eher so zu den schlechteren Drops an für sich. Aber ein Vorteil hat's, man braucht einen guten Zoll weniger. So, jetzt muss ich den Knight leider ausloggen wegen den Power-Ups, weil eine Dryad ist da. Ups. Lol. Durchaus noch möglich. Wäre jetzt lustig, wenn da eine wäre. Okay, ist keine da. Ups. Ihr seht ja gar nichts. Entschuldigung. Genau, aber dann würde ich fast sagen, beende ich das Video hier an dieser Stelle. Sorry, falls ich wieder ein bisschen verwirrend geredet habe, aber es ist echt nicht so einfach, sich auf so viele Sachen gleichzeitig zu konzentrieren. Eigentlich wäre in dem Fall wieder ein Nach-Commentary, so habe ich es früher auch immer gemacht, besser gewesen, aber ich dachte mir, ein Live-Commentary ist vielleicht auch nicht schlecht, sonst denkt ihr noch, hier geht es nicht mit rechten Dingen zu oder so. Kappa. Nein, aber nee. Dachte mir, es ist eigentlich mal ein cooles Gameplay davon und jo. Eben auch mal den Baum. Stimmt, genau, ich glaube, den Baum habe ich noch nie im Video gemacht, oder? Ich bin mir nicht sicher. Aber jo. Genau, dann belassen wir es dabei. Zur Frage, ob ich das auch im Stream machen werde, das kommt ganz drauf an, eventuell schon. Aber das ist jetzt eher sowas, was ich jetzt eher ohne Stream und ohne Video mache. Weil es halt, wie gesagt, ich meine, es ist jetzt nicht, ihr habt es ja gesehen, man muss einfach nur das Fooden beachten und darauf achten, dass keine Power-Ups auslaufen und schon ist es eigentlich unmöglich, dass du verkackst, außer es kommt so ein Exeklaus. Weil der Dungeon eben so, weil der Boss eben so leicht ist oder die Bosse eben so leicht sind. Aber andererseits ist es halt auch gleichzeitig so, ich meine, naja, das vergisst oder das verkackt man halt schnell mal, weil man hat halt immer nur ein paar Sekunden und da braucht nur mal jemand ins Zimmer kommen, jemand schreibt dich mit irgendeiner krassen Message an oder keine Ahnung, du verschüttest oder du wirfst dir ein Glas runter oder so und schon passiert's. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt unmöglich ist. Aber ich sag mal, das sind wirklich die eigenen Fehler zum größten Teil, die das ja, verursachen. Also auf Channel 1 wäre nochmal der Baum, okay. Aber wie gesagt, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Nochmal, falls ihr noch Fragen habt, dann gerne in die Kommentare dazu, damit. Ich fühle mich wie. Ein Arzt. Aber ja, wie gesagt, falls ihr noch irgendwas wissen wollt, kann ich es euch gerne beantworten, was ich jetzt nicht gesagt habe. Und. Jo, ansonsten, wie gesagt, macht's gut rein, danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.